Ich habe im Videocall heute zwei Expertinnen zu einem Thema, die werden sich gleich selber vorstellen, zum Thema Menschenhandel. Ja, liebe Frau Gonser, ich fange mal mit Ihnen an. Menschenhandel, was machen Sie, was macht Ihr Verein, um was geht's? Ja, also ich bin die Frau Gonser, genau, und bin seit einem Jahr ungefähr im Verein. Und das Thema Menschenhandel beschäftigt mich schon länger, weil ich in Hongkong war und dort zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kam. Und dort war ich eben im Rotlichtviertel, habe ich für eine Non-Profit-Organisation gearbeitet, die Frauen geholfen hat, aus der Zwangsprostitution auszusteigen. Und dieses Thema hat mich seitdem nicht mehr losgelassen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich für diese Frauen einsetzen möchte und habe in dem Zusammenhang auch ein Social Business gegründet, dort in Hongkong und jetzt eben auch hier zusammen mit dem Verein Hope e.V., um den Frauen zu helfen. Genau. Wunderbar. Und dann gebe ich gleich weiter, weil da gehen wir doch auf das Thema mal ein bisschen los, ne? Da gibt es ja einiges zu tun, glaube ich. Ja. Mein Name ist Marieke Weber. Ich bin die zweite Vorstandsvorsitzende von dem Verein Hope e.V. Uns gibt es seit 2013 und seit 2017 sind wir eben ein eingetragener Verein. Und wir setzen uns eben für die unbezahlbare Würde der Frauen in Deutschland und vor allem im Raum Heilbronn ein. Wir haben fünf Arbeitsbereiche und einer der Arbeitsbereiche ist eben seit dem letzten Jahr unser Social Business, wo wir die Katrin Gonser angestellt haben. Ein anderer Arbeitsbereich ist unsere aufsuchende Arbeit, wo wir regelmäßig einmal die Woche rausgehen ins Rotlichtmilieu und die Frauen besuchen. Wir haben auch ein Schutzhaus, wo wir festangestellte Frauen haben, die Betroffenen von Menschenhandel betreuen, die eben ausgestiegen sind aus der Prostitution oder der Zwangsprostitution und engagieren uns auch politisch. Und machen auch viel Öffentlichkeitsarbeit, wo wir an Schulen gehen, in Vereine, in Gemeinden, je nachdem, wo wir eingeladen werden und eben auch die Aufklärungsarbeit machen und Präventionsarbeit leisten. Frau Weber, Frau Gunzer, ich habe mit Ihnen ja schon mal reflektiert, wie Frauen auch aus Drittstaaten in diese Spirale hineingeraten, die ja teilweise auch wirklich übel enden kann und endet. Das weiß ich ja. Haben Sie mir auch eindrücklich, ich habe die Bilder immer noch im Kopf, ich kriege die gar nicht mehr raus, aber das ist, glaube ich, umso wichtiger, dass man darüber spricht. Vielleicht, wenn Sie das noch mal ganz kurz skizzieren, Frau Weber oder Frau Gonser, egal, wie kommen denn Frauen in eine solche Situation? Also es gibt tatsächlich nicht den klassischen Weg, wo man sagen kann, so kommt die Frau rein. Wir erleben immer wieder, jede einzelne Frau hat ihre eigene Geschichte und jede Geschichte ist anders. Aber man kann auf jeden Fall sagen, viele der Frauen kommen aus Osteuropa. Viele der Frauen werden mit falschen Versprechungen hierher gelockt, sei es durch Minijobs oder durch Kellnern in den Zeitungsanzeigen. Es kommen auch viele Frauen über die Loverboy-Masche hierher. Das sind Männer, die eben über langjährige Beziehungen zu den Frauen eine emotionale Abhängigkeit zu den Frauen entwickeln und dann ab einem gewissen Status in der Beziehung, wenn die Beziehung eben fest genug ist, von der Frau verlangen, dass sie für Sex arbeitet. Und das sind viele gängige Wege, wo die Frauen eben aus Osteuropa, viel auch aus Bulgarien und Rumänien, hierher kommen und oft gar nicht wissen, auf was sie sich hier eigentlich einlassen und sich an einem Ort wiederfinden, wo sie eigentlich nie sein wollten. Sie haben schon beschrieben, wie Sie dann Kontakt aufnehmen und was passiert denn dann? Wie sieht denn die Arbeit des Vereins konkret aus, um Frauen zu unterstützen oder sogar herauszuholen, wenn Sie das wollen? Also gerade im Streetwork, in der aufsuchenden Arbeit, machen wir viel über über die Schiene, dass wir viel mit Icebreakern erstmal arbeiten. Also wir kommen ganz niederschwellig mit Kaffee und Kuchen. Wir bieten Kondome an, weil viele Frauen sich auch gar nicht leisten können, sich Kondome zu kaufen. Wir haben auch immer wieder Kleidungsspenden und Sachspenden für die Frauen, gerade auch im Winter, müssen sie ganz oft leicht bekleidet dastehen, stundenlang, jeden Tag und frieren eben enorm. Und dann kommen wir eben ins Gespräch. Und vieles ist eben über die langjährige Beziehung. Die Frauen kennen uns, sie wissen, dass wir jede Woche rausgehen.
Und sie wissen auch, dass sie sich an uns wenden können, und zwar zu allen Themen. Das heißt jetzt, ich bin schwanger und ich weiß nicht, was ich machen soll, oder ich bin krank, wo muss ich hin? Ich muss mich ummelden, anmelden. Oder auch wenn Frauen eben von Kunden geschlagen wurden oder Gewalt erlebt haben, können wir eben auch ihnen helfen. Aber da sieht auch jedes Anliegen ganz anders aus. Und wir versuchen eben individuell da auf die Bedürfnisse der Frauen auch einzugehen. Und uns ist auch wichtig, jedes Mal, wenn wir rausgehen, den Frauen aufzuzeigen, dass es die Option gibt, auszusteigen, dass es die Möglichkeit gibt, in Deutschland auch eine andere Arbeit zu tun. Weil was die Frauen immer sagen, ist natürlich, sie haben keinen Schulabschluss, sie haben keine Ausbildung, was soll ich anderes tun? Und ihnen dann eben auch aufzuzeigen, dass wir als Sozialstaat auch da helfen können, und auch eben wir jetzt eben mit dem Social Business und der Nähwerkstatt den Frauen wirklich auch nachhaltig helfen können. Genau, und da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Was Sie hier machen, das kostet ja Geld. Sie wollen ja auch wertig helfen. Das heißt, Sie brauchen einerseits natürlich Spenden. Das werden wir gleich nochmal aufrufen. Aber Sie sagten jetzt das Stichwort Social Business. Und da kommt ja, glaube ich, die Frau Gonser auch ins Spiel. Ne? Genau. Jawohl. Ja. Ja, wir haben das Social Business Dress to Bless letztes Jahr im August gegründet, mit dem Ziel, eben unsere Frauen auch eine langfristige Ausstiegsmöglichkeit anzubieten. Wie Frau Weber ja gerade schon gesagt hat, haben sie oftmals keinen Schulabschluss und keine Schulbildung, und es ist schwer, sie in Arbeitsstellen zu vermitteln. Und Nähen ist eine recht einfache Tätigkeit, die man gut lernen kann und die auch nicht so schwierig ist, aber trotzdem eben Spaß macht, weil es auch kreativ ist und durchaus auch eine psychologische Wirkung hat, nämlich dass man wieder mehr Selbstvertrauen bekommt, indem man ein Erfolgserlebnis hat und sagen kann, das habe ich gemacht, und man sich wirklich auch Wissen aneignen kann und was Neues lernen kann. Und deshalb haben wir das Social Business gegründet, eben um den Frauen dann auch eine langfristige Anstellung anbieten zu können, unabhängig von Schulbildung und Schulabschluss. Und wir lernen jede Frau individuell ein und bauen auch die Arbeitsstundenzahl langsam auf, je nach den Bedürfnissen, die die Frau hat. Weil oft sind die Frauen stark traumatisiert und brauchen auch psychologisch einfach Hilfe und Betreuung und eine Therapie. Und da nehmen wir Rücksicht. Und dann gibt es eben mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag. Und die Frau steht im Vordergrund, wirklich das Wohl der Frau, dass es ihr gut geht und dass sie eben ja wirklich eine Alternative bekommt, eine langfristige. Und das, die Produkte, also ist es eine reine Ausbildung oder verkaufen Sie dann auch Dienstleistungen im Handel, ja, oder sogar Produkte, die Sie, ja, erzeugen? Genau, wir haben einen eigenen Online-Shop, und über den Online-Shop werden die Produkte verkauft. Momentan nehmen wir Accessoires, wie zum Beispiel Kissenbezüge, Kosmetiktäschchen, Schals und so weiter. Einfache Produkte, die die erstmal als Anfänger gut lernen können. Und später wollen wir dann auch noch eine Damenkollektion rausbringen. Alle unsere Stoffe sind bio und hochwertig und nachhaltig und made in Germany. Und das ist auch so ein Stück weit unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben sozial sind und hochwertig und bio und eben der Fokus darauf ist wirklich, Arbeitsplätze zu schaffen für die Frauen. Perfekt, perfekt. Vorbildlich. Ich kann nur den nicht vorhandenen Hut ziehen, wenn man so schön sagt. Und das ist ganz ernst gemeint jetzt. Aber das ist ein ganz wichtiger Schritt, Menschen an eine normale Ausbildung, Arbeit heranzuführen, ihnen Perspektive und Zukunft zu geben. Sie brauchen aber auch Spenden. Ja. Sowohl für den Verein als auch für Social Business sind wir immer eigentlich am Fundraising, weil das komplett bisher über Privatspenden getragen wird, außer das Schutzhaus. Genau, da haben wir Spendengelder, darf ich das sagen, von Aktion Mensch, genau. Und da sind wir immer wieder auf der Suche nach Leuten, die sagen, sie wollen das unterstützen, sie wollen die Arbeit unterstützen. Zum Beispiel gerade die Miete für das Nähatelier kostet Geld. Wir müssen immer wieder Stoffe kaufen und in Vorleistung gehen und so weiter. Der Online-Shop kostet natürlich Geld in der Wartung. Und man braucht auch ab und zu mal professionelle Unterstützung durch einen Anwalt oder sonstige Dinge. Gerade wenn es ums Patent geht oder um AGBs und solche Geschichten. Und da freuen wir uns sowohl über Geldspenden als auch über Sachspenden. Und genau, sind wir einfach darauf angewiesen. Lassen Sie uns doch Folgendes machen. In Ergänzung zum Video selber, im Infokasten bringe ich die Links zu Ihren Internetseiten, zum Webshop, Spendenkonten oder Verbindungen.
Und geschäftliche Kontakte haben mir schon immer ganz wichtig, die Telefonnummer, wenn Sie das gestatten würden. Das ist mir viel wichtiger wie irgendeine E-Mail-Adresse oder so, Ja. weil egal, ob das jetzt ein in Anführungszeichen Opfer ist oder auch jemand, der sagt, ja, hier ist das Geld gut angelegt, das möchte ich unterstützen, auch finanziell unterstützen. Ich glaube, der persönliche Kontakt ist zentral. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz Ja. wichtig. Deshalb machen wir das so. Ich darf mich an der Stelle ganz herzlich bedanken für das Gespräch mit Ihnen. Würde mich natürlich freuen, wenn wir vielleicht mal im separaten Videogespräch den einen oder anderen Punkt noch ein bisschen vertiefen könnten. Vielleicht wird sich auch mal jemand bereit erklären, der aus der Situation, der sie hinter sich gelassen hat und ein bisschen sprechen kann, das mal zu machen. Das können wir ja auch so machen, dass die Person nur gehört wird, aber nicht gesehen. Da müssen wir uns vielleicht was überlegen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist so ein Graubereich, eine Grauzone der Gesellschaft. Und da das sind Menschen und da müssen wir, wenn wir da als Gesellschaft versagen, dann können wir einfach nichts. Ich darf mich, wie gesagt, bedanken, wünsche Ihnen einen schönen Tag nach Heilbronn und freue mich schon auf den nächsten Kontakt mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auch. Tschüss. Tschüss.